Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen in Selines Kunstraum. Ich habe jetzt noch zwei Bilder von Gutwill, die ich euch noch zeigen wollte. Danach werde ich die Bilder in mein Lager legen. Und zwar habe ich dann drauf geschrieben, Januar, Punkt bedeutet runde Steine von Gutwill. Und das ist ein abstraktes Bild. Das möchte ich euch als allererstes mal zeigen. Ich liebe ja abstrakte Bilder. Ich male ja auch abstrakt. Beziehungsweise soll das eine Wolke darstellen in der Galaxis. Wir schauen uns mal das Bild an. 70 mal 40. Ja, so eine Galaxiswolke. 24 Farben. Es ist ja guter Kleber. Ich zeige euch mal den Druck. Kann man erkennen. Wir haben hier eine durchsichtige Folie. Und das bedeutet gegossener Kleber. Ich kann es also zum Schluss wieder schön aufrollen und in diese Verpackung hineinlegen. Überhaupt gar keine Probleme. Das Bild soll 70 mal 40 sein. Und wir schauen mal. Wäre schon mein Zollstock hier zu liegen. Ich mache es mal andersrum, damit ihr das auch seht. Also 35, das sind 5 cm weniger. Und die Länge vierundsechzig, fünf. Naja, auch 5 cm, knappe 5,5 cm. Ja, wie gesagt, ich liebe ja Weltraum oder Galaxis, Bilder von der Galaxis. Ja, freue ich mich schon. Wir haben zwei Legenden, einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite, mit der DMC-Nummer. Wir haben die 310 dabei und das Weiße ist 3865. Und dann haben wir noch mal so, das ist der Strich. Und das J ist die 745. Gut, dann schauen wir uns mal die Steinchen an. Ich hoffe, ich habe alles gesagt jetzt zu dem Bild. Ja, ich liebe solche Bilder. Die lege ich mal zur Seite. Und wir schauen uns mal die Steine an. Die Steine sind in eine Zipfidee gekommen. Das finde ich ja spitzenmäßig. Ich habe noch nicht das System erkannt, wann werden Bilder in Zipptüten gepackt und wann werden Steine in, ja, in diesen langen Schlangen gepackt. Vielleicht weiß das jemand von euch. So, wir haben wunderschöne Farben hier. Ich schau mal. Es sind runde Steine. Hier sehe ich erstmal nichts. Na doch, doch sind Punkte drauf. Wir gucken uns mal die 310 an. Auch Punkte. Ja, da haben wir einmal die Grüntöne. Die Rottöne.
Auf der Verpackung steht nur die 12, also die Nummer von der Farbe. Wenn ich dann später alles wegpacke, dann muss ich schauen, wie die DMC-Nummer dazu ist. Das sind also alles Acrylsteinchen. Sehr viel Grün, wenig Schwarz. Grau, grau, grau. Und hier ist noch, sind noch gelbe Steinchen. Ja, auch drei verschiedene Arten. Und das ist wieder dieses dunkle Blau oder dunkle Grün. Ja, sieht gut aus, ne? Finde ich auch. Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, was mir gerade einfällt, ist, dass es hier keine Papierlegende dazu gibt. Ich werde also die Legende hier kopieren auf meinem Farbkopierer und dann durch den Sticker-Mega jagen. Sehr viele Grüntöne, finde ich, wenn es wirklich eine galaktische Wolke sein soll. Oh, weiß nicht, ob die grün, ob das da oben so viel grün ist. Ja, hier, das Weiße ist schön. Wenn ich so viel Steinchen hätte in AB, könnte man das ja mit AB-Steinen machen. Das würde bestimmt ganz toll aussehen. Ich habe nämlich nur zurzeit ganz viele AB-Steine in Weiß. Beziehungsweise es ist ja kein reines Weiß, das ist ja die 3865. Ja, nur eckige Steine. Na, mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt ja noch drei andere Projekte. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß es ja. Einmal der Zug der Träume. Das andere ist das Chakra-Bild und das Bild Schmetterling mit Blumen, was ich im Anfänger-Video zeige. So, ich hätte wetten können, dass das ein Schmetterling ist. Jedenfalls sah das so aus für mich, wie ein Schmetterling. Aber es scheint doch wirklich wieder. Aber hier ist doch so. Ja, ich schau mal, wie es dann aussieht, wenn ich es gepaintet habe. Denn bei runden Steinchen ist das ja etwas anders. Der Druck ist gut. Ich kann alles erkennen. Es ist ein kleines Bild. 30 mal 40 hat 24 Farben und hier ist auch wieder dieses I. Ja, das sind alles nur Buchstaben. Das ist auch mal nicht schlecht. Dieses I als weiße Farbe. Ja, könnte man vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen umwandeln. Ein paar Akzente setzen mit AB-Farben. Es ist wieder gegossener Kleber. Das sehen wir an der durchsichtigen Folie. Und wir haben diesmal keine Zipptüten, sondern wieder diese lange Schlange. Es sind runde Steinchen und ich schaue mal, ja, ich sehe Punkte, ich sehe Eindellung. Also auch wieder Acrylsteine, aber ich habe ja die Bilder für kleines Geld gekauft. Da werde ich mich jetzt nicht beschweren. Oh, schönes Blau.
lila, blau, schwarz. Ich gucke mal schnell, ob das das Schwarz ist. Denn die Tüten sind nur mit Nummern beschriftet. Das ist die 3. Und die 3 ist die 310. Ja. Ist nicht viel dabei. Obwohl, ich gucke jetzt mal. Die 3 ist das B. Ja, das stimmt. Das W ist am meisten. Das ist die 939. Also ein anderes, entweder dunkles Blau oder Schwarz. Ich schaue noch mal schnell. Das W ist ja hier. Ja, sieht aus wie dunkles Blau. Na schön. Ich packe die beiden Sachen wieder ein. Und ihr werdet es dann beim Unboxing unter runde Steine finden. Und dann kann ich das in mein Lager legen. Ja, ich habe geschrieben Abstrakt oder Schmetterling. Ich schaue mal. Das ist auch wirklich eine schöne Größe zum Verschenken, zum Schnellpinten und Verschenken. Und wenn dann noch ein toller Rahmen dazu ist, in Weiß, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Wir schauen noch mal schnell, sehe ich gerade, ob das wirklich die Größe hat. Also sind wieder 5 cm. 30 x 40 ist ein schöner Bilderrahmen. Und knappe 34,5 statt 40, 35. Also immer 5 cm weniger bei Gutfell. Jedenfalls die beiden Bilder mit den runden Steinen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, solche abstrakten Bilder zu painten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder sogar meinen Kanal abonniert. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund. Eure Celine im Kunstraum.